Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Need for Speed Heat und versuchen heute mal, wie wir mit einem Pickup der Polizei entkommen können. Ich habe das allerdings schon getestet und habe dabei festgestellt, dass wir die Polizei am Anfang so ein bisschen nah an uns dran halten müssen, weil wir sonst sehr schnell wieder entkommen und dann wird es langweilig. Ich habe jetzt gerade eben schon ein Polizeifahrzeug gerammt. Und frag mich, wie lange das gedauert hat, bis ich eins gefunden habe. Und jetzt geht die Verfolgungsjagd los. Und ich habe noch eine verbleibende Reparatur in einer Tankstelle, die ich noch durchführen kann. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Also, klicken wir mal fortsetzen. Let's go. So. Oh, gleich mehrere hinter mir. Okay. Alles klar. Easy going. Eigentlich kein Nitro, sonst kriegen sie mich wieder nicht. Nein, nicht ins Wasser. Oh, das war jetzt echt blöd. Komm, wo seid ihr denn? Okay, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen interessant. Jetzt sind ja zwei Cops hinter mir her. Jetzt macht so ein bisschen Spaß hier. Also man muss sagen, die Palm City Police ist allgemein sehr, sehr schlecht. Wenn unsere deutsche Polizei so arbeiten würde wie die, dann würden alle Verbrecher immer noch frei rumlaufen. So. Was man auch sagen muss, dieser Chevrolet Pickup, mit dem ich hier fahre. Ich hoffe, dass das Auto im echten Leben nicht so klingt. Also, liebe Leute von Chevrolet, ihr solltet da mal noch ein Wörtchen mit Need for Speed sprechen, weil... Der Sound, ja, der klingt nicht sehr realistisch. Oh. Jetzt habe ich was Doofes gemacht. Okay, jetzt könnte das Ganze doch noch ein bisschen eng werden für mich. Aber genau das wollte ich ja auch. Ich habe an dem Pickup nicht viel verändert. Ich habe ihm Nitro eingebaut. Wir haben optisch ein bisschen verändert. Ein bisschen anderes Fahrwerk reingemacht, aber sonst leistungstechnisch ist alles noch ziemlich. Ich versuche jetzt hier auf dieser Straße zu bleiben, damit ich die Tankstelle nachher gleich wieder finde, falls ich doch eine größere Reparatur habe. Nein. Ja, das ist das, wenn man erst eine große Klappe hat, dass die zu lahm sind und dann kesseln sie einen ein. Jawohl! So läuft es hier. So, und jetzt, was willst du hier, hä? Will ich dich auch noch crashen? Verstärkung trifft ein. Jetzt habe ich aber Angst. Ihr merkt gerade schon, jedes Mal, wenn ich eine große Klappe habe, passiert irgendwas. Ich sag besser gar nichts mehr. Gejagt von drei Cops. Oh, jetzt. Jetzt könnte es ein bisschen eng werden. Leben kriegt ihr mich nie. Da drüben wäre eine Rampe gewesen, das ist super. Ich brauche jetzt... Ah, nein, starker Schaden, Mist. Leute, ich brauche dringend eine Tankstelle, Mann. Wo ist denn die? Da drüben ist eine. Da. Komm. Nein, nicht ihr. Ihr müsst nicht kommen. Ihr könnt da könnt ein bisschen Donuts essen oder sowas. Mann, Leute, ich will doch nur darüber. Wo ist denn die Tanke? Da ist sie. So. Bitte einmal Auto reparieren und... Ja, vielleicht noch eine Tüte Chips. So. Ich denke, es wäre noch eine gute Idee, wenn man das Ganze nochmal machen würde mit einem voll getunten Pickup. Das wäre noch ein Versuch wert. Okay, jetzt muss ich hier doch von loswerden irgendwie. Jetzt muss ich mir doch noch irgendwas überlegen. Jetzt wird es knifflig. Ich habe auch keine verbleibenden Reparaturen mehr, also ich muss aufpassen. So, schön noch durch den Blitzer durch mit zwei Polizeiautos zum Schlepptau. Das ist gut. Komm, jetzt rutsch mal darüber, komm. Mach mal Platz. Wegen Freund und Helfer, die helfen mir gerade gar nicht. Heatstufe gestiegen. Okay.
Einfach immer nah an den Autos vorbei. Vielleicht rammen die. Du sollst nicht mich rammen, Mann. Komm, ich fahr auf den LKW drauf. Mir egal. Also, jetzt wo ich schon eine Weile fahre mit dem Fahrzeug, finde ich den eigentlich gar nicht schlecht. Also, ich könnte mich da anfreunden damit. Bisschen mehr Leistung. Zack, ab durch die Mitte. Okay, je nach Heatstufe scheint es wohl ein bisschen schwieriger zu werden. Da werden sie auf einmal schnell hier. Ja. Bei Heatstufe 0 oder Heatstufe 1 haben sie mich kaum gekriegt und jetzt sind sie aber da. Komm, rammt euch mal gegenseitig. Wobei man auch sagen muss, im echten Leben müsste ich jetzt im Knast schon aufpassen, wenn ich die Seife aufhebe. Ganz im Ernst. Also. Geht doch noch irgendwie. Aber die Polizeiautos sind cool. Also, ohne Witz. Habt ihr mir die Heckleuchten angeschaut? Sieht mal richtig cool aus. Da könnte sich allerdings die deutsche Polizei ein bisschen was abschneiden. Also, falls jemand zuschaut, der ein... Autos möchte ich bitte in der nächsten Kontrolle sehen. Jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. Kopf gecrashed. Ich kann halt auch nicht so viel Crash bauen, weil dann wird's für mich hier ein bisschen eng. Okay, Verfolgungstag geht jetzt schon knapp 7 Minuten. Nein! Ach komm, komm! Ohne Witz, hau ab! Hier geht jemand anders nerven. Da unten in Palm City sind noch ein paar Drogendealer unterwegs. Fang die lieber als mich. Ich bin bloß ein kleiner Verkehrsraudi hier. Oh nein. Starker Schaden. Ich habe keine verbleibenden Reparaturen mehr übrig. Nein. Verdammt. Das darf nicht wahr sein. Oh Mann. Ja, toll. Die ganze Kohle ist auch noch weg. Oh, no. Okay, Leute, also ihr seht schon, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin gerade mal 7 Minuten. Ja, nicht mal 7 Minuten habe ich jetzt ausgehalten. Ich muss dann noch ein bisschen was machen an dem Pickup. Ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen was umbauen. Und dann kann ich es nochmal versuchen. Also, ich sage euch eins, ich gebe noch nicht auf. Ich mache die noch fertig, aber dazu muss ich erst noch ein bisschen Kohle verdienen und meinen Pickup ein bisschen tunen. Aber bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video von mir verpasst. Schaut mal in meine Minecraft-Videos rein und wie ich das allererste Mal in meinem Leben Fortnite spiele, auch sehr lustiges Video. Ja, ansonsten liked alle meine Videos, folgt mir auf Instagram, bleibt gesund, ganz wichtig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Versuch mit dem Pickup von der Polizei zu fliehen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.